Moin, herzlich willkommen zu Part 111. 111, oh mein Gott! Von Let's Play The Sims 3 Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei Familie Baker. Der letzte Part war sehr, 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 sehr aufregend. Ihr wart alle sehr gespannt, wie die Geschichte weiterging, denn Ella hatte ja ein kleines Techtelmechtel mit Damon Braxton. Wovon Dylan natürlich nicht so begeistert war. Und dann ist diese ganze Sache auch noch gewaltig in die Hose gegangen. Und Ella ist jetzt leider schwanger. Also, was heißt leider? Ich freue mich wirklich über dieses Kind, aber ich glaube, es wird nicht gut für Ella ausgehen. Im Hinblick auf Damon. Aber dazu werden wir dann bestimmt bald noch mehr erfahren. Auf jeden Fall ist sie jetzt schwanger. Ihr habt mir fleißig Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Ich denke mal, das Kind wird in diesem Part schon geboren. Dieses Video ist auch ein vorproduziertes Video. Genau, und ihr hört vielleicht schon an der Musik. Wir befinden uns gerade im Create-a-Sim-Modus, denn ich habe der kleinen großen Ella ein Umstyling gegeben, ein Schwangerschaftsumstyling. Sie hat jetzt ein neues Outfit, beziehungsweise neue Outfits. Ich finde das Outfit, wartet. Achtung. Das, oh mein Gott, wow, oder? Wie schön ist Ella, bitte? Sie ist einfach so ein wunderschöner Engel. Dann habe ich ihr noch einen neuen Schlafanzug gegeben, weil ich wollte ihr ein Bäuchlein sehen, deswegen hat sie da so einen Crop-Top an. Sportkleidung war mir egal, weil ich denke mal, sie wird eh nicht so wirklich Sport machen, während sie schwanger ist. Sie ist in Schwimmkleidung und ihre Outdoor-Kleidung. Und ich kann es kaum erwarten, wenn Ella da ihren kleinen Babybauch hat. Ich kann es auch immer noch gar nicht richtig glauben, dass ich über Ella rede, wenn ich darüber rede, dass es um irgendwie einen Babybauch oder so geht. Ich meine, das ist unsere Ella, unsere kleine süße Ella. Und die nie irgendwie mit Menschen Kontakt hatte. Und jetzt ist sie einfach schwanger. Naja, hier im Hause Baker herrscht aber noch Nachtruhe. Draußen klopft einer rum. Deswegen werde ich mal warten, bis die alle hier mal aufstehen wollen. Okay, Dylan ist erwacht, weil Belle ihn geweckt hat. Und ihr habt mir geschrieben, dass hier irgendwo die Wand nicht angemalt ist. Aber wo? Ach, da! Aha, ihr lieben Leute. Guck mal, ich habe so viel Sims 4 gespielt, dass ich jetzt hier oben gerade in den Baumodus gehen wollte. Ach, man gewöhnt sich so schnell an Dinge. Dann machen wir doch mal ganz schnell hier draus eine Wand, die auch zueinander passt. Ellas Handy klingelt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wer da dran ist. Wir gehen jetzt mal ran. Ja, Ella, I know, aber geh doch jetzt erstmal an dein Handy dran. Ach, pff. Nobody, nobody. Auf gar keinen Fall. Wer hat denn jetzt hier 10 Simoleons ausgegeben? Ach, du fütterst die Tiere. Sehr gut, das darfst du gerne machen. Und Ella, jetzt wollte ich schon L sagen. Mann, ich mache hier echt immer alles durcheinander. Du musst mal eben hier Rose ausschimpfen, weil sie nämlich die ganze Zeit hier unseren, sie heißt nicht Rose, sie heißt Rosie, unseren Nachttisch attackiert. Nachttisch ist so ein komisches Wort, weil es könnte auch Nachttisch sein. Nur mit einem T mehr. Nachttisch, Nachttisch. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich habe schon so viele Videos in den letzten Tagen aufgenommen. Gestern, vorgestern und heute. Ich kann echt nicht mehr denken. Mein Kopf ist komplett durch. Was geht hier die ganze Zeit kaputt? Irgendwas? Oh mein Gott. War das Rosie? Und hat sie jetzt das hier... Ist das auch noch kaputt? Oder warum hat sie hier gerade noch was... Hä? Irgendwas hat hier noch gerade... Ist der Teppich? Ist der Teppich auch noch kaputt? Nee. Sieht der Teppich... Doch! Ich bin so sauer. Ich werde alle unsere Tiere zur Adoption freigeben. Nein, Spaß. Aber ein paar von euch haben geschrieben, oh mein Gott, Nina kriegt es so immer schon nicht auf die Reihe, sich um die Tiere zu kümmern. Wie wird das jetzt erst, wenn ein Baby da ist? Leute, seid nicht so gemein zu mir. Ich werde das schaffen, okay? Und Ella, nachdem du jetzt hier mal kurz was gegessen hast, hast du dann eine Sache zu tun. Denn du musst es deinen Eltern sagen. Ich weiß nicht, was sie dazu sagen werden und wie sie es finden werden. Zumal sie Damon ja auch gar nicht kennen, beziehungsweise dann vielleicht nur so vom Hören sagen. Calypso ist noch in der Box, das ist auch okay. Haben wir noch einen Pokal eigentlich dazu bekommen? Yes, we did! Juhu! Das sieht voll cool aus mit unseren... Hallo, mit unseren Pokalen hier. Boah, irgendwie lässt sich das gerade ganz schwer lenken. Aber ich möchte, dass der so nach vorne...
Warum geht das nicht? Egal. Okay, Ella, beeil dich mit dem Essen, bitte. Oh mein Gott, was ist denn los mit unseren Tieren? Oh mein Gott. Und für aggressiv sein werden wir sie jetzt auch noch ausschimpfen, wenn wir schon mal dabei sind. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, was hier los ist. So, Ella, auf geht es für dich. Du musst dich gar nicht drücken. Und es scheint gerade niemand zu Hause zu sein. Aber wir werden einfach mal hierher fahren. Und hier haben wir die Musik am Laufen. Meistens kommt dann jemand nach Hause, wenn die Musik... Warum willst du nicht hierher kommen? Wenn dann jemand auf das Grundstück kommt, dann kommen die eigentlich immer nach Hause. Oh, ich bin ein bisschen überfordert hier mit der ganzen Situation. Das ist wirklich crazy, dass wir jetzt hier einfach noch ein Baby bekommen. Ich habe zwei so schöne Namen gefunden für einen Jungen und für ein Mädchen. Also ich finde beide mega, mega schön. Ich bin so gespannt, was es wird. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Ella nicht die Gene von Elisha geerbt hat und dass sie jetzt hier auf einmal Zwillinge oder so auf den Tisch knallt. Warum kannst du das jetzt nicht aufräumen? Thank you. Weil das... Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. So, Elisha. Ist jetzt jemand da? Nee. Elisha, kannst du mal nach Hause kommen? Einladen nach. Kann ich das nicht... Okay, ich kann es nicht drücken. Ja, dann lade ich halt zu uns ein. Und ich hoffe, sie kommt dann... Her. Kann ich den Stein noch mitnehmen? Nope, I can't. Klar, ich komme gleich mal rüber. Yay! Eigentlich würde ich aber den ganzen Haushalt haben wollen. Vielleicht können wir ja den ganzen Haushalt einladen. Aber erstmal geht sie jetzt nach Hause. Düsen, 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 düsen im Sauseschritt. Ne, 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 ne. Dylan, warum musst du da oben jetzt gerade Heu haken? Wie geht's Calypso denn? Geht's ihr gut? Ja, soweit geht's ihr super gut. Dylan, oh mein Gott, Calypso, komm rein. Komm hier rein. Spiel hier mit dem Ball. Wahrscheinlich geht das wieder nicht. Ist wahrscheinlich wieder zu wenig Platz. Es kann auch sein, dass wir uns irgendwann ein größeres Grundstück holen müssen, weil wenn wir noch mehr Pferde haben wollen, dann brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Gelände. Aber mal sehen. Mal sehen, was kommt. Calypso, du bist doch auch da reingegangen, da rausgegangen. Also kannst du da wohl auch reingehen. So, abschließend für Tiere, bitteschön. Dylan, und wenn du hier bist, dann lob sie doch mal für schnell sein. Und gib ihr ein Leckerchen und kraul sie am Hand. Nee, Hand beschnüffeln. So, du bist wieder da, Madame. Ist Elisha schon hier? Das sieht nicht so aus. Aber dann werden wir jetzt nochmal den Haushalt nach Hause einladen. Allesamt dürfen kommen. Und wehe, es kommt wieder niemand. Dann bin ich wirklich richtig sauer, weil dann werde ich irgendwann auch einfach mal den Kontakt abbrechen, weil irgendwie will uns nie jemand sehen. Gern, wir sind in Kürze da. Wehe, es kommt. Ich wusste es wieder. Ich wusste es. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Kacke? Echt? Nie haben die Zeit irgendwie. Irgendwie ist denn immer was dazwischen gekommen. Sorry, dass ich so ausfallen werde, aber es nervt mich einfach. Ich versuche das Grundstück jetzt mal zurückzusetzen. So, und jetzt gucken wir mal, ob die jetzt mit zurückgesetzt wurden. Die wird jetzt erstmal zu Mama gehen und sagen, hey, girl. Ja, genau das sagt sie. Nein, aber sie geht jetzt erstmal zu ihr. Oh, die geben sich die Hand, ich glaube es nicht. Umarmt euch mal bitte. Sie können sich nicht umarmen. Oh, wow. Ella hat anscheinend direkt die Neuigkeiten rausgehauen. Juckt sie überhaupt nicht? Oh, über Kunst beschweren. Lass das. Oh, Evan, dich habe ich ewig nicht mehr gesehen. Och, mein Lieber. Okay, lass sie mal deinen Bauch berühren. Und dann können wir hoffentlich gleich mal uns umarmen. Sag mal, Mama, du hast das Haus so toll aufgeräumt. Ich war zwar noch nicht drin, aber hey. Und danach gehen wir zu Evan. Und werden ihn begrüßen. Oh mein Gott, stopp, 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 stopp. Oh mein Gott. Eine neue Generation der Familie Baker. Und ihr habt alle schon gedacht, dass die Baker-Generation da aufhört. Aber nein, tut sie nicht. Tut sie nicht. Oh, wie aufregend. Okay, ich glaube, Elisha freut sich auf das Kind.
Und ich glaube, sie stört das auch gar nicht, von wem das jetzt ist und dass Ella nicht mit ihm zusammen ist. Ach, sie muss auch noch zu ihm und ihm das sagen, fällt mir gerade ein. Aber wir werden erstmal ganz kurz ihm das jetzt erzählen. Und zwar werden wir Schwangerschaft verkünden. Mal gucken, was Evan sagt. Evan ist so ein Gangster, ich liebe ihn. Und? Okay, er unterstützt sie auch, das ist gut. Das freut mich. Danke, Evan. Du bist auch ein Herzblatt. Können wir uns auch mal umarmen oder können wir das nicht? Weil wir nicht gut genug befreundet sind. Dann erzähl ihm ganz kurz eine Geschichte. Und dann gehen wir noch zu Daddy. Wo ist Daddy? Daddy cool. Daddy, Daddy cool. Oh, ich kann auch nicht reingehen. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Oh mein Gott, Ehrentraut! Das ist die Ehefrau von Christopher gewesen! Oh nein! Oh, es war wirklich so, als wollte sie sich nochmal von ihrer neuen Familie verabschieden. Aber Christopher ist jetzt gar nicht da. Während seine Frau hier... Oh mein Gott, verendet. Oh mein Gott. Oh. Am liebsten würde ich Christopher anrufen, aber ich glaube, so schnell kann er jetzt gar nicht hier sein. Ach, der arme Kerl. Sie hatten ja alle irgendwie gar nicht so viel mit Ehrentraut zu tun. Die waren ja ein bisschen skeptisch, dass Christopher plötzlich so eine alte Dame als Frau hatte, aber irgendwie haben sie ja dann doch ins Herz geschlossen. Oh, und Dylan Baker trauert auch. Wie traurig. Nein, du gehst jetzt noch nicht rein. Oh. Das Grab ist verschwunden. Okay. Darf sie jetzt rein oder immer noch nicht? Immer noch nicht. Kann mich mal bitte jemand reinlassen? Okay, Daddy Cool, wo bist du? Oh, Daddy Cool, du bist wirklich Daddy Cool. Oh, Ben ist so ein Engel. Guckt ihn euch an. Ist das nicht süß? Er liegt einfach hier im Pool auf seiner Luftmatratze und liest. Das bin ich wahrscheinlich gerade, während ihr das Video seht. Oh mein Gott, ist das hell. Warum sagt ihr denn nichts? Komm, wir gehen einfach mal in den Pool. Ich meine, wir haben Sommer. Wir haben den Sommer noch gar nicht richtig ausgeschätzt irgendwie, weil wir uns den ganzen Tag nur um die Tiere kümmern. Und Dylan kümmert sich zu Hause um seinen Garten. Och, wie toll. Dylan, du bist einfach so ein fleißiger Held. Wirklich, großartig von dir. Guckt euch das an. Das tut er alles, weil er weiß, dass er bald ein Baby zu versorgen hat. Also, er weiß, dass er denkt wahrscheinlich immer noch, dass Damon sich mit drum kümmern wird. Aber ich wäre mir da nicht ganz so sicher. Wir werden aber sehen. Sie wird jetzt erstmal hier ein bisschen rumschwimmen. Oh mein Gott, sie hat ja Angst vorm Schwimmen. Upsi. Okay, dann kommt vielleicht doch raus. Oh, ich hab's schon vor meinen Augen, wie ihr alle schreit. Nina! Sie hat Angst vor Wasser. Es tut mir leid. Ihr kennt mich doch. Ich bin doch ein kleiner Depp. Jetzt haben wir das denen allen gesagt. Ich meine, Ben hat es nicht so richtig gerafft, weil er im Pool lag. Aber egal. Die wissen jetzt alle, dass wir schwanger sind und haben es alle ganz gut aufgefasst. Und jetzt wird der schwierige Part beginnen. Denn jetzt gehen wir zu Damon. Übrigens wünscht sie sich auch einen Liebesbrief an Damon zu schicken. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir gehen jetzt erstmal zu ihm. Hättet ihr gedacht, dass ihr Ella jemals so laufen seht? Dass sie jemals den Schwangerschaftswalk macht? Ach, unfassbar. Crazy. Was macht Alice hier? Was macht Alice hier? Was macht Alice hier? Und er direkt so, nein, bitte nicht. Bitte nicht nochmal. Mein Herz tut immer noch weh. Was will sie denn hier? Warum ist sie hier? Und sie geht halt auch einfach durch unseren Garten durch, ne? Juckt sie überhaupt nicht. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist... Oh, crazy. Was geht denn hier ab, Leute? Und Dylan, ach, Damon hat schon wieder sein komisches Outfit an. Okay.
Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ob sie... Ich glaube, sie wird ihn erstmal nochmal anflirten vielleicht. Und sagen, hey, ja, oh. Okay, okay. Die machen das schon ganz alleine? Okay, dann werden wir ihm dann jetzt vielleicht auch einfach direkt sagen, dass sie schwanger ist. Also, Ella scheint ziemlich verliebt zu sein. Sie ist wirklich über beide Ohren verknallt. Dylan ist der Situation entkommen, indem er gesagt hat, Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz um meinen Welpen kümmern. Okay. Ich wünschte, die würden halt auch mal andere Emotionen zeigen. Ups, ich bin auf Dylan. Aber das ist eben nicht so. Und jetzt wird Dylan... Ach, Mann, warum sage ich denn Dylan? Ella wird ihm jetzt vorwerfen, dass er gar nicht weiß, was so ein Kind bedeutet. Dass er sich ja von seiner Freundin trennen muss, damit er sich dann auch richtig darum kümmern kann. Und er denkt sich so, was? Pff, ist mir doch egal. Können wir das fordern, dass er sich trennen soll? Ella benimmt sich schlecht. Wenn sie so weitermacht, muss ich sie bitten zu gehen. Junge. Oh mein Gott, und jetzt lacht er sie aus. Er ist so gemein. Okay, wir können ihn nicht bitten, sich zu trennen. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch mit seiner... Doch, er ist noch mit seiner Babsi zusammen. Wenn ihr euch erinnert, Babsi ist auch einfach unsere Cousine oder sowas. Also, ich glaube, sie ist unsere Cousine. Ich blicke bei unserem ganzen Stammbaum auch nicht mehr ganz so durch. Aber, ja, keine Ahnung. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen streiten. Weil wir müssen das Ganze ja hier ein bisschen provozieren, dass er sich dann auch mal um Ella kümmert und nicht denkt, oh ja, ich habe zwar meine Babsi, aber ich kann ja gleichzeitig auch einfach dann meine Ella haben und eventuell noch dieses komische Kind, was da in ihrem Bauch wächst. Ist Alice jetzt auch da? Oh mein Gott, Alice ist immer noch in unserem Garten. Ah, das ist auch so eine Sache. Ich weiß einfach nicht, was ich hier machen soll, ne? Soll Dylan es nochmal versuchen oder wie ist die Lage? Ich hab keine Ahnung. Ich bin so überfordert damit. Also ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Eigentlich sollten die ja nur Freunde bleiben. Beziehungsweise eigentlich wollte ich, dass die gar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Aber das scheint ja nicht so gut zu funktionieren, wenn Alice auf einmal bei uns im Garten auftaucht, ohne sich vorher anzukündigen. Oh mein Gott. Er hält Ella für unhöflich. Okay. Ich glaube, Ella tut es auch direkt leid. Sie wird dann direkt mal so sagen, es tut mir leid. Ich weiß, das war nicht richtig von mir. Ich küsse dich. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Oh, Leroy Baker ist alt. Und? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Ich habe wirklich gedacht, dass er jetzt sagt, ach, pff, dann mach dich doch vom Acker, ist mir doch egal. Aber das scheint jetzt irgendwie nicht so zu sein, ne? Komm, dann ist Ella jetzt einfach nur froh, dass er sich auch über das Kind freut. Ob dem wirklich so ist. Oh, wissen wir natürlich nicht. Okay, ich kann ihn irgendwie nicht richtig deuten. Guck mal, jetzt weiß er so nicht, was er sagen soll. Oh mein Gott, vielleicht wollte er einfach nur so tun, als wenn er einverstanden ist mit diesem Kind. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Komm, wir werden ihn jetzt nochmal verliebt umarmen. Und ich meine... Es wäre was Ella jetzt machen würde, ne? Sie würde sich jetzt einfach an ihn binden wollen und deswegen sagt sie, komm, wir hüpfen noch mal ganz schnell in die Kiste. Jetzt hat Ella sich gewehrt. Er wollte sie gerade an die Hand nehmen und sie hat die Hände weggezogen. Und sie beschwert sich schon wieder über Kunst. Mag sie keine Kunst? Oh ja, sie kann Kunst nicht ausstehen. Okay, Ella. Oh mein Gott. Boah, Leute, ich weiß echt nicht, wie ich das deuten soll. Ich verstehe diesen Typ nicht. Und eigentlich ist er voll der Süße, aber in anderen Momenten behandelt er Ella dann wieder wie Kacke.
Und dann flirtet er sie wieder an und dann, guck mal, jetzt ist sie wieder abgefuckt. Dann flirtet sie ihn wieder an, dann ist er wieder abgefuckt. Also irgendwie ist diese Beziehung echt verkorkst. Nein, Ella, du gehst jetzt kein Nickerchen machen. Dann geh nach Hause, wenn du müde bist. Oh, guck mal ihren Babybauch an. Ella, das siehst so schick. Genau deswegen habe ich ihr einen Crop-Top gegeben, weil ich schaue so gern die Babybäuche an. Wie süß. Was ist hier kaputt? Hä? Oh mein Gott, die Badewanne. No! Okay, Ella wird sich gleich mal ein bisschen um Calypso kümmern müssen, nachdem sie dann geduscht hat. Wir gehen dann zu ihr und werden sie mal ein bisschen streicheln und umarmen und sagen ihr dann einfach, hey, Calypso, ich hab da was in meinem Bauch. Das ist so komisch, ne? Ich kann wirklich, ich denke die ganze Zeit nicht, dass ich über Ella rede, weil... Ella ist mein Baby. Viele denken übrigens auch, dass Ella und Dylan zusammen wären. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall, dass sie nicht Geschwister wären. Aber die sind Bruder und Schwester, ja? Also bitte keine Kommentare mehr. Wann küssen die sich denn mal? Warum schlafen die in getrennten Betten? Und sowas, weil... Klappt das wieder nicht mit euch hier? Doch. Oh, wie süß. Oh, Rosie hat heute Geburtstag. Oh mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Oh, Ella, habt ihr das gesehen? Sie ist so süß mit ihrem Babybauch. So, so süß. Oh, 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 da ist mein Baby in meinem Bauch. Sie geht mal eben ein Bad nehmen. Ich glaube, das braucht man als Schwangere, dass man sich dann auch mal entspannen kann. Und danach wird sie sich dann mal ein bisschen mit Rosie beschäftigen. Wofür können wir sie schon wieder loben? Können wir sie für freundlich sein? Und dann werden wir ein bisschen Zuneigung für sie übrig haben. Und werden ihr Leckerchen geben und werden mit ihr reden. Und können wir sie auch bürsten? Nee. Dann können wir noch ein bisschen mit ihr spielen. Oh, Dylan hat ein Jobangebot bekommen für... Die Militärkarriere. Ein Joblevel drunter. Ich glaube nicht. Ich glaube, das werden wir nicht tun. Oh, Ella. Mach doch nicht so. Sie freut sich so auf dieses Kind. Ich hoffe, es wird genauso schön, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dass es kein riesengroßes Desaster wird. So, jetzt kümmere dich um dein tierisches Baby. Ja, kleine Rosie. Und unser Boris, du bist auch süß. Was ist da die ganze mit dem... Oh, nee, wir gehen keinen Friedhof besuchen. So, und jetzt wird sie sich nochmal ein bisschen um ihr altes Mädchen Belle kümmern. Sie ein bisschen bürsten und ihr einen Schmatzer geben. Warum sage ich eigentlich altes Mädchen? Sie ist doch noch gar keine Seniorin, oder? Nee. Aber in 3 Tagen wird sie schon so Seniorin. Oh, unsere kleine Belle. Kleine, große Belle. Aber wir haben ja schon die nächste Generation. Oh mein Gott, Dylan hat 908 Simoleons verdient. Dylan verdient einfach so gut mittlerweile. Das ist richtig, richtig krass. Ich meine, er ist auch Level 7, aber ich bin begeistert, Dylan. Du bist wirklich richtig gut. Okidoki, ich werde den Part jetzt auch mal beenden, weil ich muss mir jetzt bei der Vorproduktion echt mal abgewöhnen, die Part so lang zu machen. Also sorry, falls der Part ein bisschen kürzer ist, aber ne, vorproduzieren ist nicht ganz so einfach. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieser Part gefallen hat und dass ihr gespannt seid auf unser Baby. Es ist echt unfassbar. Ella wird Mama. Im nächsten Part wird das Baby dann auf jeden Fall geboren. Ich dachte schon, es kommt diesen Part, aber es wird dann wahrscheinlich erst im nächsten Part kommen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!